Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Ledertasche reinigt und pflegt. Dazu benötigen wir eine Ledertasche, einmal Sattelseife mit Schwamm, dann zum Pflegen Bienenwachs, Lederbalsam und ein Tuch zum Leder einreiben. Ist meistens so aus Wolle. Und natürlich ein bisschen Wasser für den Schwamm. So, als erstes müssen wir den Schwamm nass machen. So, jetzt habe ich den ein bisschen nass gemacht. Dann nimmt man ein bisschen Seife also nicht zu viel Wasser so und dann reibt man das Leder damit ein so ich mache jetzt nur ein bisschen also die Hälfte So, das reicht. So, jetzt macht man den Schwamm etwas sauber. Dann macht man den Schaum etwas weg. So. So, und jetzt lässt man das erstmal ein bisschen trocknen. So, nachdem das Leder getrocknet ist, nimmt man diesen Bienenwachs-Lederbalsam. So, das sieht dann so aus. Nimmt man ein wenig, also im Tuch kann man das so ein bisschen nehmen. Und dann auf das Leder quasi einmassieren. So, das ist so eine Art Pflegemittel fürs Leder. Das verleiht dem Leder ein bisschen Glanz und hält das Leder auch geschmeidig. So, nicht zu viel nehmen. Also ganz wenig. So. Das sieht doch gut aus. So. Das war's. Also hier sieht man den Unterschied so ein wenig. Na, das ist schön weich. Es riecht auch ganz gut. So, das war's. Viel Spaß beim Nachmachen.